das ist die Sonne des heutigen Tages. Wir haben den 9.10.2010. Und da haben wir Benno. Plötzlich taucht er aus auf dem Off. Ah, der hochsympathische Soundmann heute. Oh, das ist auch schön richtig, sympathisch. Ja, ist er doch. Ich hoffe aber, es. Ne? Aber ich denke schon. Ist zwar ein scheiß Tontechniker, aber hochsympathisch. An den netter Kerl. Genau. Weißt du? Wichtig ist die Sympathie. Richtig. Ist aber uns dasselbe, weißt du? So, mal gucken, wie das hier in leer aussieht. Dann gucken wir, dass wir nachher ein bisschen voll machen. Ja. So. Das ist der Zwillingsbruder von dem hochsympathischen Tontechniker. Ja, ja, stimmt. Der ist natürlich ein Arschloch. Das ist aber immer so bei den Zwillingsbrüdern. Ah, da haben wir den hochsympathischen Lichtmann. Wie heißt du? David. Richtig, genau. Das war die richtige Antwort. 100 Punkte. Jo. Das ist die Bühne. Halle. Und das sind die Totenärzte, ich sag's euch. Sag mal, was denkst du denn so? Sag mal, was denkst du denn so über diesen Tag? Was denkst du über den Tag nach diesem 5-Stunden-Schlaf? Was denkst du über diesen Tag nach diesem 5-Stunden-Schlaf, nachdem du jetzt wach bist und in diesem Haus alles Leben stehst? Was denkst du über den Ding? Sag doch mal. Kannst du einfach bitte mal umdrehen? Ich möchte gerne mal den Fragesteller mal bitte filmen. Sag mal, was sagst du über den Tag? Achso, Fragesteller. Mal sehen, wer der Fragesteller ist. So, und jetzt? Jetzt nochmal diese Frage. Ich finde es schön, mit dieser Band wieder unterwegs zu sein. Diese Tour wird einmalig. Gestern hatten wir schon ein schönes Konzert. Heute wird es noch besser. Wiesenhaus Eisleben, so sieht das aus. Und was sagst du über diesen Tag? Mit den 5 Minuten? Also ich finde es prima. Wie immer. Alles toll. Vor allem drüben, die Gebrüder Radetzky. Hast du mal rausgefilmt? Die Gebrüder Radetzky, nicht mein Pickel. Ich weiß, ich hab da einen Pickel, ne? Und Pickel. Ich hab mal ein Loch im Ohr. Schmalz, so. Und, ja, hier auch mal diese gucken. Löcher, die müssen wir auch noch, die hat man noch nicht, genau. Gescannt.